Hallöche Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem schrottigen Hof. Ja, die letzten Folgen, wir haben ein kleines bisschen was repariert, wir haben Hühner und alles drum und dran. Ich hatte eben gerade eine Aufnahme gemacht, die ist mir leider ein bisschen flöten gegangen. Also ich hatte einfach nur von einer gewissen Frau ein Feld beackert. Ein Feld, nicht die Frau, sondern das Feld. Da habe ich den Pflug bekommen. Und ich habe mal getestet, wie das Ding funktioniert. Also das ist hier so ein Grasschneider und alles drum und dran. Wollte da auch mal mein Feld testen, aber da rupp ich alles nur mit weg. Deswegen machen wir nicht nochmal. Wir wollen mal jetzt kurz gucken, was wir jetzt an Missionen noch haben. Ich möchte mir nämlich ein bisschen was verdienen. Geld kriegen wir eh noch nicht. Außer Getreideanhänger. Und hier gibt's, könnte vielleicht, gut, ein Heuwagen. Der Getreide erntet man zuerst, danach das Heu. Soweit ich das weiß. Auf jeden Fall, gut. Ich muss erstmal mein Auto wiederfinden. Das habe ich nämlich, glaube ich, bei der alten stehen lassen. Komm. Klick das Auto an. So. Kann ich nämlich ganz kurz zeigen. Pass auf. Ich glaube, ich blende das da oben ein. Das läuft die ganze Zeit, wie, was ich da gemacht habe. Habe hier vorne das Feld beackert. Wie gesagt, ne? Wer war die junge Frau da vorne, die mit dem Huhn an Beinen? Da. Der habe ich geholfen. Kann ich helfen, mein Lieber? Ich würde sie einfach nur mal anquatschen. Ich bin ein Anfänger. Können Sie mir etwas über Feldarbeit erzählen? Nein, ja, bitte nicht. Bitte nicht erzählen. Ja, danke. Danke. Wir sehen uns. Gut, ich will ja die Leute hier nicht belästigen, ne? Auf jeden Fall. Die hätte hier auch ganz viel Scheiße liegen. Wir wollen jetzt erstmal... Was ist denn das da hinten? Das ist ein Geier oder sowas. Was wollte ich jetzt? Achso, ich wollte da runter zu dem Steve, war das, ne? Steve, gut. Steve, wir besuchen dich mal. Gucken wir mal rüber, was er so sagt und was wir da machen müssen, um ihn zu überzeugen, dass wir den komischen Anhänger bekommen. Ich weiß gar nicht, womit ich den schleppen soll dann. Weil ich habe ja jetzt nur das Auto. Komm, wir fahren jetzt einmal mit Landstraße einmal lang. So, da vorne ist Harry, den sehe ich schon. Und hier ist Bernd. Man kennt sich. Ich war zwar noch nicht in der Kirche, da sollte ich vielleicht mal hingehen. Da lernt man bestimmt Leute kennen. Aber da muss ich... Alter, du fährst... Die ist randbesoffen. Hast du das gesehen? Die ist schon auf dem Rand rumgefahren. Alter, fehlen heute wieder die Worte. So. Hupe haben wir immer noch nicht. Aber wir haben ein Tempomat. Ah, jetzt geht er. Was, da fahre ich schneller mit dem Tempomat, als wenn ich Gas gebe? Oder täusche ich mich gerade? Ich hab's nicht mehr im Kopf, wie schnell ich war. Fahre ich denn jetzt lang? Komm, wir fahren jetzt einfach mal hier rum. Dann ballern wir einfach mal querfeld ein. Es geht ein bisschen schneller. Hoffe ich. Obwohl das hier ein ganz schöner Berg ist mit einem alten Pickup. Warte. Mach mal den Tempomat aus, da ist ein Pilz. Damit können wir auch Geld verdienen. Pilze sammeln. Oder? Bist du ein Pilz? Pilz. Information. Pilz plus 1. Wir sollten... Gucke! Damit können wir Geld machen, Freunde. Das gibt bestimmt auch wieder 7 Euro. Pilz. Noch ein Pilz. Mann, komm, sammel. Information. Plus 1 Pilz. Gut. Wenn ihr noch mehr seht, schreit's. Schreit's in die Kommentare, damit ich weiß, wo Pilze sind. Ob man auch drüber fahren kann, ist das Matsch? Ich glaube nicht, ne? Da ist ein Pilz. Warte. Steig aus! Warum kann er nicht während der Fahrt rausspringen, wenn er den Pilz sieht? War da noch einer? Was ist das hier? Erdbeeren. Nimmt der gleich im Strauch mit. Guck! Heute haben wir Glückstag, Freunde. Siehst du, da geht gleich die Sonne auf. Noch irgendwo was? Da wird es wieder dunkel, die Sonne. Alter, jetzt haben wir Erdbeeren und Pilze. Ich glaube, wir werden auch so reich. So, kutschen wir mal zu dem Typen rüber. Denk dran. Schreit. Auch wenn andere Leute bei euch sitzen oder ihr guckt das in der S-Bahn oder sowas, schreien. Gut. Noch ein Kilometer, dann haben wir es geschafft. Wenn man hier sowas ernten kann, dann muss es ja noch viel mehr geben, oder? Dann muss ich mir gar nichts anbauen, wenn ich einfach nur hier durch die Gegend tucker. Ah gut, ich muss auf mein Benzin gucken. Am besten wäre es, wenn ich zu Fuß unterwegs wäre. Was liegt da auf dem Feld? Oh, guck, ein Piratenschatz. Schatztruhe. Guck. Haben wir zwar alles schon... Ah, das Parfüm haben wir nicht. Guck. Ey, wir finden Schätze hier, Freunde.
Siehst du? Hat sich doch gelohnt, einfach mal querfeld einzuballern. Warum immer die Straßen nutzen? Gut, gleich sind wir unten. Mal gucken, was er sagt. Wenn der jetzt sagt, hol deinen Trecker ran. Und, ne? Und ich mit dem Trecker nochmal hier hinjucken muss, dann kann er mich am Arsch lecken. Oder, ja, du brauchst erstmal einen LKW. So. Rüber da. Hat auch ein schönes Gewächshaus da vorne. Information: Ankunft, ein Old Man's Wharf. Okay. Das ist hier Old Man's Wharf. Ich habe keine Hupe, das ist scheiße. Sonst. Aber er steht schon da wie eine Eins. Schau. Er hat nur auf mich gewartet. Ich habe vorher angerufen. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Kommt die Mucke her. Ich bin neu hier und bin auf der Suche nach Arbeit. Interessiert an landwirtschaftlichen Maschinen? Ich habe einen alten Getreidehänger, den ich entbehren kann, wenn Sie mir helfen. Interessiert? So, schön das zu hören. Danke. Jetzt können Sie den Hänger nehmen. Er gehört Ihnen. Das alles? Er hat mir die Aufgabe gar nicht gesagt. Was muss ich machen? Sicher, ich mach das für den Hänger. Hä? Ich bin verwirrt. Warte mal, Gewächshaus? Ich muss dann reparieren das Gewächshaus. Ach, gucke. Hast du hier Metall rumschwimmen? Gut, dann machen wir. Das ist ja eine super Aufgabe. Das machen wir einfach mal. Reparieren? Aber das dauert ja wieder Jahrhunderte, ne? Na, komm, mach doch. Ja, wir haben den Hänger. Mach die Tür auf. Ja, lass offen die Scheiße. Da hat er eh nichts drin. So. Wo ist der Anhänger? Gottes Willen. Ah! Wo? Oder muss ich dem jetzt noch seine Scheune reparieren? Warte mal. Hä? Mann, mach doch mal die Kamera ein bisschen schneller. Belohnung, Getreideanhänger. Oder soll ich den jetzt deine Bude noch reparieren? Warte mal, ich frage ihn noch mal ganz kurz. Hast du deine Aufgabe erledigt? Ja. Will der wirklich, dass ich seine Kackscheune noch mache? Oh, so ein Sklaventreiber, ey. Ja, tut mir leid. Jetzt müssen wir den Mist für den Penner da machen. Alter, ich komm das Gerüst hier nicht hoch. Ich habe jetzt hier ein Gerüst hingestellt, aber das ist so scheiße aufgebaut, dass ich darauf nichts machen kann. Mann! Gut, du musst das so machen. Ich hoffe, ich komme hier rauf. Oh, das geht ein Glück. Weil ich habe hier nur eine. Na, oh, ich dachte, ich komme da nicht rüber. Eine so eine Stelle, wo ich halt nicht rankomme. So, ey. Der Wahnsinn. So, aber ist alles mal so ein kleines bisschen übersprungen für euch. Das ist nicht dir sein Ernst, ne? Wo ist jetzt. Irgendwo ist hier noch was. Da oben. Guck. Da, da, da. Gut, das müsste aber jetzt bald mal geklappt haben. Ich will das blöde Ding haben. So, Steve ist dann mein Kumpel. Immer noch irgendwas? Hallo? Das gibt's nicht! Warte mal, ich muss mal ganz kurz die Dinger wegnehmen. Hä? Soll ich dem noch was reparieren? Oder? Da, das ist der Balken. Mach mal den hier. Jetzt musst du sogar noch suchen. Hätte mir auch beschreiben können. So. Mach das letzte Ding daran. Endlich. Wir haben es geschafft, Freunde. Blöder Sack der. Erstmal ganz kurz hier die Dinger wegmachen. Weil die schenke ich ihm nicht. Bei dem anderen habe ich es damals stehen lassen. In der alten Folge. Für ihn machen wir das aber nicht. Ah, mein Rücken. So. Alles repariert. So schön, das zu hören. Danke. Jetzt können Sie den Hänger nehmen. Er gehört Ihnen. Danke. Wir sehen uns.
hoffentlich nicht. Da hinten ist der Hänger. Ah, ich habe gar keine Anhängerkupplung, ne? Kacke. Weil ich guck mal. Ich will zumindest mal gucken, ob einer guckt. So. Steig aus. Auf hier die Hütte. Oh. Aber ich glaube, das geht nicht. Da brauchen wir den Trecker für. Und den hole ich nicht dafür ran. Weil da werde ich blöde. Oh, es ist bestimmt für den Trecker. Oh, ich dachte, ich hänge jetzt komplett fest. Ah, der hat Frontantrieb, okay. Ah, komm mal aus dem Ding hier raus. Ne, das geht nicht. Er ist auch viel zu... Was nu? Oh, hab mich das erschrocken jetzt. Ja, komm. Überschreib den Scheiß. Ne, kann nur aussteigen. Scheiße. Mann, warum hast du denn keine Anhängerkupplung? Och. Das heißt, jetzt nach Hause fahren? Am Arsch, ich fahr jetzt nur nach Hause. Und dann am nächsten Tag holen wir das Ding mit dem Trecker ab. So, hier war ja meine Wegmarkierung. Gucken wir nochmal, Pilze finden. Alter, Sprache. So, Freunde. Ich bin zu Hause. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Ja, was wir mit den Pilzen noch machen können. Ob wir eine Pilzpfanne oder sowas machen können. Die vielleicht noch verkaufen oder essen. Weil dann würde ich ja nur noch Pilze holen. Ach, die Hühner. Ich weiß gar nicht, wie man die füttert. Weil die gar keinen schon hinten rum. Entweder die lachen mich aus. Nö. Keine Pilzpfanne machen. Ich muss nämlich mal gucken, wie man die füttert. Oder ob die sich alleine füttern. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal ganz kurz. Wo ist das Futter überhaupt? Warte mal. Ingenieursansicht. Hühnerfutter. 150 Kilo. Vier besitze ich. Die sind... Ich muss die, glaube ich, gar nicht füttern. So wie es ausschaut. Ne, das machen die alleine. Gut. Eine Sorge weniger. Muss ich mich halt bloß ums Futter kümmern. Pass auf, in den nächsten zwei Tagen sind sie tot. Aber ich werde ja gleich sehen, ob von den 150 Kilo denn was weggeht. Machen wir erstmal rein. Machen wir mal ganz kurz... ein Schläfchen. Alter, die Hühner sind ganz schön laut, da wenn du die im Schlafzimmer noch hörst. So, schlafen. Bis nächsten Morgen. Und da gucken wir mal, ob sie Eier gelegt haben. Nahrung ist schon ein bisschen runter. Es ist noch sonnig. Übermorgen, also morgen... Ah, das Wetter ändert sich auch ein bisschen. Wird dann ein bisschen schattiger. Ich dachte, da drin ist ein Feuer. Warte mal. Ah, guck. Hat er abgenommen, also die haben gegessen. Ich wollte den Anhänger holen. Ach, war Eier. Hoffentlich haben sie was gelegt. Ich lasse einfach die Tür offen. Hier ist nichts. Keine Eier. Keiner. Da, Eier, guck mal. Eier. Nice. Muss mal gucken, preislich, was das bringt. Ich lauf mal zum Hansel rüber. Hier kann man sich auch erholen, wenn man sich hier hinsetzt mit Feuer. Da geht die Erholung ein bisschen hoch. Ich habe den Hund Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wo wir gerade einmal dabei sind. Die Tonne, die jedes Mal vom Neuen darunter rollt. Und hier ist er, mein Drogendealer, mit seinen Paletten. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Nein. Lust zu handeln? Was kriege ich für ein Ei? Ich will ein Ei verkaufen. Ein Ei, 38 Cent. Verkaufen. Es sind hier ein paar Euro, ne? Was kriege ich für Pilze? 56 Cent. Das ist doch verarsche. 66 Cent für eine Erdbeere. Ich habe ja den Fisch hier, ne? Ich verkaufe mal ein bisschen. Das Tomatenzeug. Das geht eigentlich. Wir wollen mal das Parfüm. Alter. 165. Am Arsch. Weg damit. Ha, wir haben wieder Knete, Leute. Wir sind wieder flüssig.
Das heißt, wir können einkaufen gehen. Ich kann mir zwar immer noch keine Dachziegel leisten, aber... Ne, immerhin. Ach so, warte mal, wir wollten, wo wir einmal dabei sind. Ich mach das jetzt ganz einfach. Hätte einfacher sein können jetzt. Mähwerk, Maschine. Jetzt kann ich da nicht springen. Doch, da. Genau. Abkoppeln. Da muss ich nämlich nicht immer so weit laufen. Mein Rücken. Und dann ballern wir jetzt zu dem Trottel da hinten runter. Und dann versuchen wir mal, den Anhänger zu holen. Bis gleich. Steve, ich komme. Kurz mal Berg runtergefahren mit dem Trecker. Oh Gott. Ankunft Old Man's Wharf. Das hatten wir schon mal. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir das Ding wegkriegen. Ich habe natürlich alle Türen offen gelassen, damit alles bei ihm wieder einmodert. Und er hat so ein schönes Strandhäuschen da hinten. Wir fahren mal da vorne rein. Da hinten war ja diese komische Kuhle. So. Wie lange haben wir eigentlich gebraucht? 7.34 Uhr. Es geht eigentlich. Das war so langweilig unterwegs. Ich konnte mich aber nicht mit euch unterhalten. Weil das Ding auch bockenlaut ist. Ein Glück gibt es die Tempomat, das wird mir der Zeigefinger irgendwie wehtun. So. Wenn er wieder einsinkt hier im Boden. Bitte geh ran. Ankoppeln. Oh. Ein Glück. Ein Glück. Nicht, dass ich einen extra Trecker besorgen müsste. Ja, so, jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind die ganze Zeit 23 km/h durch die Gegend geballert. Nicht, dass das Ding jetzt noch langsamer ist und ich noch länger brauche zum Zurückfahren. Weil dann würde ich erstmal gucken, ob hier noch eine Aufgabe in der Nähe ist. Nee. Oder? Questlist. Das Ding habe ich jetzt. Nächste Quest. Ach, da oben. Sind schon ein paar mehr geworden. Müssen mal eine Kirche vorbeigucken. Was da Phase ist. Und hier? Diese Frau scheint halt einen Düngerstreuer zu haben. Okay. Und der Heuwagen. Was haben wir hier? Mähdrescher. Hier gibt es den Mähdrescher, Freunde. Ich fahre erstmal nach Hause. Oh nein, er fährt uns langsam. Ah, er kommt auf seine 23, oder bitte? Ja, kommt, das schafft er noch. Die haben wir vorhin im Wald gesehen. Die wollte ich eigentlich umkacheln, hat nicht funktioniert. So, Leute, gleich sind wir zu Hause. Noch ein kleines bisschen. Da muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich den Anhänger erstmal abstelle. Wie gesagt, das bringt uns alles noch nichts. Wir brauchen erst den Mähdrescher, damit wir unser Feld überhaupt mal abmähen können. Deswegen muss ich erstmal gucken, wo stellen wir das Ding am besten hin. Gut, das ist versaht, ne? Weil den stellen wir mal hier vorne drauf. Weil den werden wir auch später für das Silo-Denkmal brauchen, oder? So. Zuerst mal hier stehen. Abkoppeln. Und den fahren wir erstmal wieder ganz kurz rein, damit er nicht draußen im Regen steht und so weiter. Und dann gucken wir mal rüber. Oh, ist das Ding laut. Was denn, die andere Dame oder Herr... Ist aber ein schönes Ding eigentlich, ne? Man kennt es von damals. Ja. Weiß ich, kommt auf den Punkt. Wir wursteln jetzt mal rüber. Ich muss mal kurz nochmal auf die Karte schauen. Das war hier. Fahren wir mal rüber bei der Lady. Und dann schauen wir mal, ob wir den Mähdrescher abgreifen können oder was wir das machen müssen. Ich habe überall die Tore offen gelassen, ne? Und ich wundere mich, dass die Wildschweine auf dem Hof rumrennen. So. Ah, die Landluft. Guck, das Fass. Das macht sich wieder selbstständig. Da drüben. Da müssen wir hin. Ah, da ist ja... Warte mal. Wie kommen wir denn da rüber? Warte, wir müssen umdrehen. Irgendwie gibt es da vorne keinen Überweg. Fahren wir hier die kleine Landstraße lang. Ah, hier ist auch eine Brücke. Schon wieder das Vieh, guck. So. Huch. Jetzt bin ich voll irgendwo vorgefahren, weil ich wieder nur noch die Ladies gucke. Jeanette. Jeanette, gucken wir erstmal nach dem Mähdrescher.
guck, Mähdrescher und gleich für Mais so ein Säge, so Dingswerkbums. Weißt Bescheid. Gucken wir mal. Also sag jetzt bitte nicht, ich soll das Ding reparieren. Der 2. Hallo, ich bin Janet. Kennen wir uns? Ich bin Ihr Nachbar. Ich wohne auf der anderen Seite des Sees. Bin vor kurzem eingezogen. Hey, wir sind auch erst eingezogen. Kauften diesen Hof und die Gewächshäuser, um ins Tomatengeschäft einzusteigen. Aber es ist so ein Chaos. Ich fühle mich betrogen und die Gewächshäuser sind Ruinen. Ich schätze, ich kann bei der Sanierung behilflich sein. Geht das jetzt? Das wäre großartig, aber ich habe nicht viel Geld, um dafür zu zahlen. Was ist mit dem Mähdrescher dort drüben? Ich denke, der ist den Aufwand wert. Ich kann ihn im Austausch nehmen. Das hört sich gut an. Wir haben dafür keine Verwendung. Wir möchten Tomaten pflanzen und besitzen keine Felder. In dem Fall bin ich dabei. Ich werde die Gewächshäuser im Gegenzug für den Mähdrescher reparieren. Was ist mit der Scheune dort drüben? Können Sie die auch reparieren? Nö. Ich lege noch das Schneidwerk drauf, um den Deal zu versüßen. Ach, na gut. Viel Arbeit, aber das ist es wert. Nein, nicht für das Schrottding. Timelapse. Wir haben eine Trophäe bekommen, Ingenieur. Boah, die Aufnahme geht jetzt schon anderthalb Stunden. Und ich habe noch nichts geschafft. Was geht denn hier? Achso, das sah aus wie umgekippter Baum. So. Janet, die Arbeit ist erledigt. Das ist fantastisch. Der Mähdrescher und das Schneidwerk gehören Ihnen. Ich kann Ihnen noch Setzlinge günstig verkaufen, wenn Sie wollen. Setzlinge? Wir reden später. Ich dachte, du hast Setzlinge. Noch nicht. Entschuldigung. Verarsch mich von vorne bis hinten. Hier, ich hoffe, dass du nie Hühner kriegst. Speichern. Hat gespeichert. Speichert immer noch? Okay. Gut. Oh, das müsste ich zweimal fahren, um das blöde Sägewerk auch noch zu kriegen. Was noch bewegen? Ankoppeln. Fahren wir die Mühle erstmal nach Hause. Endlich kann ich dreschen und mähen. Das heißt, wenn ich meinen Trecker noch darunter baller, kann ich meine erste Ernte machen. Ich kann mähen. Das Pilz kann mit dem Trecker das Zeug sogar aufsammeln. Danach brauchen wir bloß noch den Anhänger besorgen fürs Stroh. Aber ich glaube, da brauche ich auch noch eine Strohmaschine, oder? Zumindest irgendwas, was Stroh aufsammelt. Oder kann das dieser eine Anhänger? Weiß doch nicht. Wir gucken mal. Ich muss erstmal das vordere Ding wegbringen. Dann muss ich das andere Teil dazu holen, also das Zusatzteil. Und das Auto wieder runterholen. Ey, das ist... Den ganzen Tag verschwendest du hier, nur um mir Müll zu machen. Ich weiß, in dieser Folge werde ich mich sehr viel... Habe ich mich sehr viel beschwert. Aber ne, so ist halt das Leben... Auf dem Bauernhof. Kann ich eigentlich das Dreschwerk anmachen? Warte mal. Schneidewerk an. Kann ich hier auch mähen? Nee, geht nicht. Ja. Warum geht denn das nicht? Mal wieder ausgemacht, ist mir zu laut, der Mist. Gut, das Schneidewerk, das packe ich mir vorne schon mal ordnungsgemäß hin. Damit ich weiß, wo ich anfangen muss. Hinten ist doch so ein Reh. Aber ich mach's mal so. Ich werde das Ding gleich holen gehen. Und ich mache hier jetzt erstmal Folgenende, weil das ist nicht spannend, wenn ich das Ding da einfach nach oben hole. So, Auslassrohr. Aussteigen. Wirft man das Ding jetzt ab. Was? Schneidewerk senken, oder? Schneidewerk senken. Und ab. Gut. Leute, ich mache hier Folgenpause. Pause auch gerade, ne? Mal Folgenpäuschen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Lass ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Und ich hänge im Kabel fest. Bis morgen. Haut rein. Ciao.